Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Spay, Hearts of Iron 4. Dieses Mal werden wir als Portugal ein Weltreich aufbauen. Und wenn die ganze Welt annehmen, na, gucken wir mal, wie es denn so läuft. Aber wir werden auf jeden Fall Großes erreichen. Das Portugal haben wir einen Vorteil, wir sind überall ein bisschen vertreten auf der Welt. Wir haben hier ein bisschen was, hier unten haben wir ein bisschen was, da haben wir was, hier haben wir was. Wir sind recht gut vertrieben. Aber was wir natürlich noch mehr wollen, ist noch mehr Besitz. Und da schauen wir jetzt erstmal Richtung Brasilien. Jetzt fragt euch jetzt, warum denn Brasilien? Ich sage nur Schwerpunktbaum. Ich habe diesbezüglich auch den DLC Viva la Resistance aktiviert, wie man sehen kann hier. Nachrichtendienst, den werde ich aber nicht nutzen, einfach nur juckt mich nicht an der Stelle. Aber in diesem DLC ist der portugiesische Schwerpunktbaum drin, der ziemlich ausgefeilt ist. Aber wie immer werde ich das Ganze ein bisschen runterkürzen. Und zwar haben wir auf der linken Seite den Bereich für Militär und Industrie. Da werden wir uns nach und nach quasi schon durchklicken. Das Interessante wird am Anfang natürlich hier sein, dieser Forschungsbaum, dieser zusätzliche. Mehr als gut sogar. Und hier drüben ist der Politikbereich, der sich in zwei Bereiche hauptsächlich erstmal aufteilt. Erstmal machen wir eine Volksfront oder wir machen Estado Nova. Heißt so viel wie. Für die Volksfront, wenn wir darüber gehen, bewegen wir uns quasi im Bereich des Kommunismus hier rüber. Oder wir sagen, wir gehen hier hin und gehen eher rechts rum, um quasi die Möglichkeit zu haben, den Faschismus oder den Monarchismus zu holen. Und wir werden in diesem Fall den Monarchismus wählen. Das heißt, wir werden die komplette rechte Seite nehmen und der gesamte Bereich hier interessiert uns nichts. Und als Information zwischendrin der kleine Alliiertenzweig. Der kleine Zweig. Was wir wollen, ist etwas Großes. Wir möchten das Königreich, wie sie erstellen, das Königreich Brasilien-Portugal. Und diesbezüglich müssen wir ein bisschen was machen. Die Monarchie bei uns einführen und auch die Monarchie in Brasilien einführen. Und deswegen werden wir es ziemlich schnell machen, denn wir werden auf jeden Fall gut davon profitieren. Deswegen sagen wir gleich, Esta Nova, lege los, 70 Tage, wir haben keine Zeit an der Stelle. Und weiter, wir haben ein paar Leutchen, nicht viele, aber eine Handvoll. Aber die, wo wir haben, reichen schon vollkommen aus für den Moment. Ihr kommt also mal mit. Wir brauchen keine Pferde oder sowas. Wir brauchen normale Infanterie. Das passt schon soweit. Und wir müssen da unten auch noch welche haben. Wir haben ein paar Stück. Ihr kommt auch mit rein. Und auch wenn ihr quasi schon Fangstufe 3 seid, seid ihr aber nicht die regulären Einheiten von mir. Ihr seid die reduzierten und ich brauche aber die regulären Einheiten für meinen Plan. Ach, guck mal, da haben wir nochmal welche. Ja, nee, das werden wir so nicht durchgehen. Also, überhaupt nicht sogar. General haben wir auch, den guten Josie hier. Der wird uns gute Dienste leisten. Und unser Kommandante hier wird der gute Luis sein, denn er hat erstmal bekommen den Modifikator auf Infanterieführung. Wo ist Verkavallerie da? Verkavallerie werden wir nicht verwenden. Besetzte Gebiete haben wir ein bisschen was. Angola, Britisch Indien, etc. Aber die sind soweit alles in Ordnung, würde ich mal behaupten. Alles in Ordnung. So, zum Forschungsbereich haben wir nicht viel anzubieten. Deswegen beziehen wir uns erstmal auf die Elektrotechnik und auf das einzelne Maschinenwerkzeug, denn mehr können wir uns eh nicht leisten. Bautechnisch. Sagen wir einfach mal, bitte hier zwei Stück davon hinbauen und eine Handvoll davon hinbauen. Reicht für den Moment. Und für die Produktionslinie sagen wir einfach, machen wir einen Handelskonvoi und machen wir die Stufe 2 U-Boote, denn das Schöne ist, das haben die Portugiesen bereits. Ich möchte, dass ihr noch damit reinkommt, das passt, dann habt ihr eine große Armee. Ihr habt nämlich auch bloß den guten Joes den Zweiten. Das ist genau die gleichen. Sie haben einen ähnlichen Schnauzer auf jeden Fall. Könnte sein, dass es in der Familie liegt, wer weiß, wer weiß. Bis mit Absicht nicht auf die Namen geschaut. Sodele. Des Weiteren, wir haben Defizite in ziemlich vielen Sachen, stelle ich fest. Wo ich vielen Sachen. Wir haben aber auch nicht viel anzubieten, muss man fairer halbe Weise sagen. So, Artillerie. Flak ist auch immer noch recht gerne gesehen. Und wenn wir es nachher machen können. Jäger, Luftnah und Bombe. Die kommen nach und nach alle noch schön zu uns hin. Aber das Wichtigste ist, wenn wir das ja erstmal haben, noch ein paar mehr Waffen. Noch ein paar mehr Waffen und ein bisschen was müssen wir noch importieren. Das holen wir uns von Ungarn zum einen und zum anderen aus
Was war's aus Schweden? Achso, jetzt wird man noch ein bisschen Gas geben. So, wunderbar. Sitzt, passt und hat Luft. Und mehr können wir auch gar nicht machen. Nein, wir müssen abwarten. Schöne Wartespiel. Es gibt nämlich gerade noch nichts zu tun. Das Einzige, was wir machen könnten, wäre vielleicht schon mal sagen, hey, guck mal. Ich möchte bitte 16 Truppen hier zu Hause lassen. Aber selbst das ist am Anfang mal nicht so wichtig sein, denn wir brauchen erstmal Unmenge an Verstärkung und an Leute. Das Problem ist auch, wir haben hier ein paar Defizite. Instabile Republik und unzuverlässige Armee. Beides massiv ist unschön, aber beides werden wir 37 regeln. Oder vielleicht sogar schon 36. Mal schauen, wie gut wir hier mit dabei sind. Unsere Partei wird nachher immer noch gestärkt werden, das passt. Unser Ziel ist es, mit den Machtpunkten erstmal den guten Francisco zu bekommen. Denn plus 15% Machtpunkte ist einiges wert für uns. Dankeschön. So. Dann führen wir hinten erstmal wieder eine Königliche Hochzeit ein. Yippie. Noch mehr Machtpunkte für uns. Ich sage nicht nein dazu. Rheinland-Besetzung, guten Tag. Und mit jedem politischen Spike bekommen wir auch direkt ein bisschen Machtpunkte noch hinzu. Und komm schon. Ich kann sagen, geben wir diese 15% für... Freiwahl erlaubt. Ach, den habe ich noch gar nicht. Den kriege ich noch gar nicht. Ah, verstehe, verstehe. Wie können wir denn sonst machen? Alte Garde. Mehr von mir ist zum Beispiel maximal erhöhte Befehlsmacht plus 20. Nein. Ich nicht so gut. Wir brauchen jemanden mit Erfahrung, wenn dann. Wenn, dann bräuchte man mit Erfahrung. Das heißt, wir könnten aber sagen, Industriekonzerne sind schneller unterwegs. Wir machen einfach das, was soll's. Ich sage nicht mehr dazu, wenn die Industrie noch ein bisschen nach oben sich pushen kann. Nachdem wir mit unseren zwei Forschungsbereiten ich ein bisschen beschränkt sind. Rechenmaschinen immer schön weitermachen. Zuerst wird hier geforscht und hier wird gewerkelt, bevor wir quasi Richtung Militär gehen können. Wir sehen schon am Anfang, ist überhaupt nichts los bei uns. Überhaupt gar nichts. Aber es wird kommen. Genauso wie der spanische Krieg auch kommen wird. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, sobald wir quasi Brasilien für uns gewonnen haben, über Politik, werden wir Spanien tilgen. Und nachher müssen wir mal gucken, was sonst noch auf der Speisekarte steht. Ich glaube, sich hier hinten einzumischen wäre auch gar nicht mal so das Schlechteste. Faschismus? Ja, aber es gibt da nämlich eine schöne Sache, die sich gleich schimpft, die kann ich auch gleich noch zeigen. Konzentrierte Industrie, ich bitte doch darum. Die sich nämlich hier schimpft. Ich glaube, das hier war's. Nehmen wir nach hier. Ah, hier, den Faschismus besiegen. Auf Anhieb kriegen wir die können wir Kriegserklärungen machen. Gegen wirklich jede faschistische Region. Religion sei schon. Gegen jedes faschistische Land. Und das ist durchaus etwas, was ich machen möchte. Aber sowas von 151 frei waren immer noch nicht. Sonst haben wir auch keinen da, gell? Sonst haben wir auch keinen da. Schwerpunkt war nicht abgeschlossen. Okay, Fabrik Eisenbahn ist auch noch mit dabei. Aber ich würde mal behaupten, wenn hier nichts geht. Forschung und Baugeschwindigkeit, natürlich. 5% höhere Geschwindigkeiten, die nehme ich gerne entgegen. Die Hochzeit in Brasilien, wunderschön. Wunderbar, Brasilien. Glaub es mir. Wenn wir fertig sind, wirst du Teil von etwas Besonderem werden. Etwas wirklich Besonderem an der Stelle. Verbesserung, monarchistische Sympathie in Portugal wecken. Oder in Brasilien wecken. Ja, das können wir uns doch gerade noch sparen, die Machtpunkte. Dies können wir uns gerade noch so ein kleines bisschen sparen, wenn es darum geht. Spanien? Bürgerkrieg, wunderbar, darauf habe ich gewartet. In Spanien wird sich selber sowas von runterwirtschaften, dass wir wiederum kein Problem haben werden. Offensivdoktrine, Dankeschön. Sie nachher einzunehmen. Rückkehr der Duats. Wunderbar. Da auch kommen wir in die Monarchiewege. Jetzt haben wir zwei Wege frei. Um nach hier unten zu kommen, ist man nämlich uns zur Monarchie machen und Brasilien auch. Aber das Wichtigste ist erstmal, dadurch, dass wir hier Barstabilität und alles verlieren, müssen wir ziemlich schnell uns zuerst eigentlich quasi zur Monarchie weiter ausbilden. So, wunderbar.
Wie schaut es denn hier aus? Geht immer ein bisschen weiter nach unten. Vielleicht müssen wir ein bisschen Stabilität machen. Das wäre noch was. Das wäre noch etwas, dass man dann sagen, hey, ich möchte bitte Festung für die Arbeiter machen. Das Problem ist nämlich, wenn wir quasi hier die Monarchie dann nachher haben. Minus 10 sind wir auf 50%. Welche Stabilität geht auch nach runter. Und wenn wir diesen Punkt abschießen, wir sind unter 40%, gibt es einen Bürgerkrieg. Und den möchte ich nicht haben. Das ist eine Sache, das möchte ich nicht haben. Deswegen müssen wir quasi wahrscheinlich die Arbeiter glücklich stimmen. Wenn es uns nicht geht, das müssen wir machen. Meuterei in der Marine. Ah. Das ist aber unschön. Das wird nie wieder passieren. Minus 500 Mannstärke. Yep. Wir wollten meutern und quasi bei Spanien mitmachen, aber dann haben wir gesagt, nee, 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 du. Nicht mit mir. Definitiv nicht mit mir. Danke für die Förderung. Dann geht es weiter mit der Wiedereinführung der Monarchie. Denn wenn schon, dann denn schon. Währenddessen bauen wir fleißig weiter. Theoretisch, sagen wir mal, theoretisch. So, ein bisschen mehr Konvois brauchen wir. Konzentrierte Industrie und danach direkt das Bauwesen hinterher. Wir hauen das Zeug einfach nur raus und gut ist. Hauptsache, wir können es raushauen. Und je schneller die jetzt weg sind. Ah ne, weil die müssen eigentlich noch ein bisschen warten, muss ich sagen. Ein kleines bisschen, nicht arg viel, aber ein bisschen müssten sie warten. So, bitteschön, Verbesserung für die Arbeiter. Auf nach oben. Komm schon, bleib über 60%. Bleib über 60%, mein Gutster. Danke dafür, wir haben dich. Und es brauchen wir nicht den Funk. Nein, für den Moment noch nicht. Was wir eher bräuchten, wäre verbesserte Maschinenwerkzeuge. Ah, wobei. Wir brauchen ein bisschen Unterstützungswaffen. Und, was ich gerade sehe, durch den DLC gibt es sowas Schönes hier, wie zum Beispiel Zwischenkriegspanzer. Die werde ich bauen zur Gaudi. Das muss ich sagen, die werde ich wirklich bauen zur Gaudi und eventuell noch Aufklärungsflugzeug, ich bin mir noch unsicher. Da muss ich sagen, bin ich mir echt noch unsicher. Wie wir da noch rumhantieren werden. Ich möchte bitte euch auf 210. Das hier für euch nachher auf 210. Wunderbar. Wieder ein Funk der Monarchie. So. Jetzt destabilisieren wir mal bitte Brasilien. Wir sind schon eine neue Flagge bekommen. Wir haben jetzt den Dom do Adnuan. Und sind jetzt das Königreich Portugal. Och, ein Traum, ein Träumchen, nur ein Träumchen. Sodele. Jetzt schauen wir nochmal, dass wir die Monarchie so ein bisschen in Brasilien noch steigern können. Ist jetzt ein bisschen ungünstig natürlich für unsere Machtzuwächse, aber wir gönnen uns das jetzt mal. Wir gönnen uns das jetzt mal. 740 Tage, damit quasi bei unseren Nachbarn schnellstmöglich der Krieg ausbricht. Mit Pyrrhon auch wirklich schnellstmöglich. So, hier und dort. Ja, das gerade funktioniert noch nicht so viel. Wir müssen dann nachher gucken, dass wir schnellstmöglich nach da unten kommen. Könnt auch hier schon die Leute hinstellen, damit sie nach, sagt es mir, da passieren einfallen können, aber naja, lass mir erstmal bleiben. Organisation erhöhen, yep, ist auch noch eine recht gute Sache. Moristischer Aufstand in Brasilien ist gemacht und bitte das Reich Brasilien machen als nächstes. Wir brauchen diese Aufstände, ganz, ganz dringend sogar. Ich sag, danach müssen wir uns quasi Spanien wahrscheinlich widmen. Wir haben noch Zeit, Bis Ende 37 haben wir Spanien aber für uns eingenommen. Das passt dann schon voll und ganz an der Stelle. Bauwesen ist auch fertig, das gefällt mir. Gibt es als nächstes? Moment. Habe ich dann. Ah, nee, habe ich nicht gemacht. Okay, jetzt haben wir Maschinenwerkzeuge. Der Regionalverteidigungsrat von Aragonien hat Spanien den Krieg erklärt. Aragonien. Okay, die Katalonier sind im Aufstand. Okay, was soll's, jetzt haben wir drei Fronten. Meine Güte, okay, lass sie machen. Lass sie nur machen an der Stelle, wenn sie unbedingt meinen, sie müssen noch mehr gegen sich selber Krieg führen. Ich bin der Letzte, der dagegen etwas sagen wird. So, weiter geht's. Baugeschwindigkeit über den, yep. Brauchen wir ganz dringend. Sowas von dringend sogar. Großbritannien kündigt ein Bündnis an. Yep, ich weiß, die Alliierten sind da noch gegründet.
Und ich kann auch sagen, es gibt noch, wenn wir hier dann das Vereinigte Königreich haben, die Möglichkeit, Lateinamerika noch einzunehmen. Problem ist hierum wieder, dass Amerika all das hier quasi unter seinen Schutz für dich nimmt. Unschön, muss ich sagen. Ganz, ganz unschön. Ich meine, zur früheren Zeit, die nächsten ein, zwei Jahre, können wir es mit denen auf jeden Fall aufnehmen. Die haben kaum Truppen. Das Problem ist aber, dass Amerika, ja, wie soll ich sagen, im Meer recht gut ist. Und da sind wir ziemlich schwach, wenn es darum geht. Also wirklich schwach. So. Hat das Reich passiert den Krieg erklärt? Wunderbar. Denen werden wir nämlich gleich helfen. Dann können wir gleich mal sagen, ihr geht bitte dorthin. Alle zusammen. Geht dann dort rüber hin. Und durft sogar aggressiv vorgehen, weil ist es eh egal. Die durften wahrscheinlich kaum Truppen haben. Also gut wie keine Truppen. Zwei, drei Truppen, das ist nicht viel. Die können wir ziemlich schnell quasi einnehmen und integrieren. So. Danke hierfür. Ja, und dafür brauchen wir erstmal quasi das Brasilianische Reich, dass die den gesamten Bereich unten kontrollieren. So. Wir könnten jetzt das hier machen, Anspruch auf spanisches Gebiet. Aber nützt uns nicht, solange die im Bürgerkrieg sind. Deswegen nutzen wir die Zeit aus und gehen ganz nach da drüben hin, um mal neue Gesetze unter Armee zu machen, damit wir mehr Leute bekommen. Dann wäre quasi der Minusbereich hier schon mal weg. Äußerst gut für uns, muss ich sagen, äußerst gut für uns. Muss gerade mal sehen, sind wir im Krieg mit. Wir sind auch mit dem im Krieg, okay. Das heißt, wir können zu Gaudi auch sagen, ihr neuen Schiffe hier. Macht mir bitte mal hier Konvoibefehle einfach zu Gaudi. Was soll es? Einfach mal zu Gaudi. Welche Frontwürdige und ihr auch, ihr auch, ihr auch. So, haben wir denn hier Flughäfen? Momentan nicht, nein. Und natürlich die Front. Es passiert Leibhacht, ein Konvoi. Ja, natürlich, her damit. Immer nur her damit. Die Hindenburg ist auch passiert. Ja, das kann schon mal passieren. So, und raus. Eine Kompanie ist noch weiter draußen. Das gefällt mir doch. Ihr nehmt hier und dort überall ein bisschen was ein. Leider nicht so viel, wie ich gerne hätte. Muss ich sagen, weil nicht so viel, wie ich gerne hätte, aber es macht nichts. Übergangsregierung. Nach langen und konzertierten Bemühungen, der Kooperation und den Gehorsam zwischen unseren Besatzungstruppen und den lokalen Zivilen zu verbessern, sind wir nun bereit, die Kontrolle über Bridge Indien wieder in die Hände einer lokalen Regierung zu legen. Die neue Regierung besteht aus Zivilisten, die uns wohlgesonnen sind und in dem bereit sind, sich eng mit uns zusammenzuarbeiten. Natürlich. Sie haben unseren Segen. Angola auch, Mosambik auch. Ihr bekommt alle unseren Segen. Das heißt, theoretisch solltet ihr jetzt alle unsere direkten Untertanen sein. Läuft. Und wir werden euch auf jeden Fall alle annektieren. Wir werden euch sowas von alle annektieren. Nicht Angriffspakt? Na, natürlich, ich bitte euch. Natürlich machen wir nicht Angriffspakt, das passt doch schon. So, des Weiteren, wir bräuchten ein paar Züge, würde ich mal sagen. Eine Handvoll, nicht viel, aber ein paar zumindest. Zivilzüge, Opern, yep, dann haben wir nämlich genug übrig. Geht ein bisschen auf unsere Stabilität, muss ich sagen. Ist ein bisschen unschön an der Stelle, aber ja, gut, was soll's. Was soll's an der Stelle? Wir müssen ja bloß hier kurz den Krieg gewinnen. Der ziemlich schnell beendet ist, wenn man jetzt gerade mal schaut. Denn wir überfallen einfach mal alles hier. Wie eine Landplage sind wir gerade. Und dann kann man auch sagen, hey, guck mal her. Ihr müsst das gar nicht mehr machen, weil bringt eh nichts. Die haben keine Schiffe. Brauchen auch keinen Sprit verbrauchen diesbezüglich. Auch nur ein paar Kontrollpunkte und bitteschön, wir haben das Reich Brasilien. Wunderschön. Gefällt mir ungemein. Dann ihr bitte alle an die Front hin. Beziehungsweise nicht an die Front hin, nicht, ganz was anderes, ganz was anderes. Ihr werdet quasi eine Gebietsverteidigung hier machen. Ich glaube, das ist gerade eher besser für euch. Sogar richtig gut an der Stelle. Ja, passt soweit. Hier können wir nach Hause gehen. Das Reich Brasilien ist auch soweit da. Und wenn wir den Punkt haben, danach. Ja, ich weiß, wieder zurückmachen, alles passt soweit. Danach werden wir es uns einverleiben, denn momentan haben wir noch 17 Fabriken. Das wiederum ist wirklich nicht viel. Aber warte ab, was ich nachher damit anschauen werde. Wartet mal ab, was danach noch kommen wird. Bei der Industrieforschung, yep. Neue Gesetzeszonen, yep. Und wir gehen wieder zurück zum Politikzweig. Die Wiedervereinigung des Großkönigreichs. Ich habe hier den Krieg erklärt. Böse, böse, böse. Ganz, ganz böse.
Brauchen wir Militärparaden? Brauchen wir nicht. Nein, definitiv nicht. Was wir brauchen, sind noch wesentlich mehr. Noch wesentlich mehr. Darf ich? Darf ich? Dankeschön. Wesentlich mehr Handelsschiffe. Darauf baut gerade die gesamte Strategie bei allem einfach auf. So, der Faschismus, antidemokratische Razzien etc. pp. Brauchen wir alles nicht machen. Die Paraden brauchen wir auch nicht machen. Das brauchen wir auch nicht machen. Wir bräuchten eigentlich einen für... Wir brauchen 100 Machtpunkte mal. Brauchen wir 100 Machtpunkte. Damit wir quasi noch jemanden bekommen können für Armeeerfahrung. Das finde ich noch recht gut. Keine besetzten Gebiete mehr. Yep, wir haben sie alle autark gestellt. Deswegen haben wir effektiv niemanden besetzt, was ich äußerst gut finde. Welche Maschine? Das Krachen. So, komm schon, Spanien. Komm. Ich war jetzt kurz vor Madrid und auch kurz hier vor. Ihr möchtet es. Ihr möchtet kurz gewinnen, danach seid ihr ausgelaugt und danach kommt das Königreich Portugal, Brasilien. Danke für die Vereinigung, wunderbar. Ich sag, Lateinamerika bringt uns gerade noch nichts für nachher, ja. Genauso wie die Annektierung von Spanien. So, dann gucken wir lieber mal, dass wir hier rüber gehen. Yep. Infrastruktur, Marinestützpunkt etc. pp. Das können wir machen. Brasilien akzeptiert die Vereinigung. Das Vereinigte Königreich, Portugal, Brasilien. Wir haben ein starkes Portugal und voilà. Eine halbe Million Leute. Und mal eben 30, oder? 29 Militärfabriken mehr. Das ist eine Wucht, würde ich sagen. Das ist eine gewaltige Wucht sogar. Dann können wir nämlich auch sagen, hey, ich möchte bitte da noch was machen. Da noch was machen. Ja, doch, das können wir so gut heißen. Das können wir wirklich gut heißen. Wir brauchen die Infanterie nicht und wir brauchen auch die Infanterie-Division nicht. So. Was haben wir hier? Wir haben auf jeden Fall noch brasilianische Truppen bekommen. Ziemlich viel sogar. Die wir wiederum umschwenken werden. So, und darüber. Haben wir sonst noch welche? Nichts mehr, nein. Aber wir haben eine ganze Anzahl an Schiffen bekommen, wodurch wir unsere Anzahl verdoppelt haben. Wir sind ein Powerhouse dadurch. Wir sind ein Powerhouse auf der Art und Weise. Wir könnten das hier noch machen für zwischendurch mal zu Gaudi. Und danach möchte ich auch noch hier ein bisschen die Infrastruktur überall stärken. Das wäre nicht schlecht, bevor wir quasi nochmal ein bisschen hier ausrüsten. Und zwischendurch vielleicht mal hier die eine oder andere Schiffswerft noch hinklatschen. Das wäre nicht schlecht. So, danke schön dafür und auch hierfür. So, ressourcentechnisch schaut es relativ gut für uns aus. Ja, wunderbar schaut sie aus. Wirklich wunderbar. Das Reich Portugal, Brasilien. Ach stimmt, ich muss danach... Ich überlege gerade, das müssen wir nicht machen. Nein, nein, abbrechen, abbrechen. Das müssen wir kurz abbrechen, weil wir müssen jetzt wirklich das hier unten machen. Weil ich ja quasi gegen die Faschisten Krieg führen möchte. Heißt so viel wie, wir werden in 140 Tagen quasi Spanien einnehmen müssen. Was wiederum faschistisch ist. Das ist ja wiederum faschistisch an der Stelle. Unterstützung, Kriegspropaganda etc. brauchen wir auch nicht. Beschränkte Selbstverwaltung abgeschlossen. Haben wir natürlich noch nicht gemacht. Es macht aber nichts. Es macht rein gar nichts. Außer den Jodikersticker. Die holen wir jetzt her. Die können wir herholen. So. Xiang ist der Vereinten Front auch noch beigetreten. Na, viel Spaß damit. Beschränkt Straßenbau, Wasser etc. pp. Wir müssen das hier dann machen. Wir müssen das hier danach noch machen. Kommt aber alles. Das Schöne ist, kommt noch alles. Das Jahr für uns wird gar prächtiger Natur werden. Alle werden uns lieben und wir werden mit jedem dann auch einen Krieg führen. Oh, bezaubernd. Okay, was haben wir sonst schon als Schweden hier? Komm, bau dich mal auf Schweden. Ich möchte dich als Langzeitpartner haben. Das wäre gar wunderprächtiger Natur. Und wie ihr sehen könnt, politische Reich, wir bekommen Unmengen an Machtstärke und
noch hier auf dem Vormarsch, wird am 7. Oktober entfernt. Wunderbar. Neutralität wird sozusagen noch gesteigert. Ich finde, eine recht gute Sache an der Stelle. So. Anschließend, Faschismus muss besiegt werden. Ich kann leider nichts beanspruchen hier. Das wäre nämlich sonst noch so schön. Das wäre noch richtig schön, aber sind ja Dinge, die können wir noch nicht machen. Ich hoffe, noch nicht. Konzentrierte Industrie, die läuft immer recht gut ab. Und danach sagen wir, ja, wir haben halt einfach bis zwei. Hier, Funk. Und Funktechnik, damit die Leute quasi schneller aus der Reserve an die Front kommen. So, wenn wir direkt schon welche rausmachen können, warum nicht? Warum nicht? Divisione, du kommst auch nochmal weg. Wir sind ziemlich stark drauf eingestellt. Halt, die Hälfte von euch bitte. Darüber, wunderbar. Und einen neuen Kommandanten wählen. Oh Gott, okay, dann machen wir ihn. Dann machen wir ihn einfach. Genau, zu euch mal ein bisschen umstingseln, das passt dann schon. Sitz passt und hat Luft. So nicht anders muss die portugiesische Armee aufgestellt sein. 117 haben wir mittlerweile wieder. Ja, weil wir den Fokus gemacht haben, deswegen. Armeetheorie. Minus 10% Kosten dafür. Das ist nicht wert, muss ich sagen, das ist echt nicht wert. Dann machen wir lieber nochmal einmal Infanterie, damit die stärker dabei sind. Haben wir schon? Wir haben schon wieder, okay. Ich hätte gerne noch mehr von euch hier. Und ich möchte es bearbeiten, dass wir quasi, nachdem wir noch eine kleine Produktion haben, Unterstützungsluftabwehr noch mit dabei hätten. Das wäre noch eine schöne Sache. Ja, ich weiß, kostet wieder ein bisschen was, aber was soll es an der Stelle? Es sind kleine Truppen, aber es sind feine Truppen. Und die müssten jetzt demnächst eigentlich auch besiegt sein. Ja, der Konflikt ist beendet. Wunderbar. Und wir dürften demnächst anfangen, quasi gegen den Faschismus kämpfen zu können. Das freut mich. Das freut mich sogar ungemein. Danke dafür. Mehr brauchen wir nicht. Das heißt, wir können wieder rübergehen. Und uns hier wieder drum kümmern. Marineprogramm verwerften. Nee. Hier umkümmern die. Den Bereich hier zu bekommen. So. Sie haben nur Handel, sie haben sonst nichts weiter. Das passt soweit. Das heißt, wir speichern mal hier kurz ab. Einen Speicher machen. Und dann sagen wir, ihr bitte werdet quasi an die Front geschickt werden. Und sollten wir bis nach da hinten durchbrechen. Ich wollte gerade sagen, dass die kam jetzt gerade ein bisschen falsch raus, aber was soll's, was soll's. Wir dorthin. Anschluss an Österreich passiert. Ah, Lüchen aber auch, okay. Wenn das so schnell funktioniert hier und wir 8 bis 10 nur haben, rufen wir euch mal kurz in den Kriegszustand rein. Wir sagen hinzu noch, ich hätte gerne ein paar leichte Jäger soweit, wie wir es bekommen können. Und ich möchte sie im obersten Viertel hier haben. Bis so schnell einsetzen wie irgendwie möglich. Das wäre echt super. Ich meine, hier oben kommen wir jetzt nicht so schnell durch, aber komm, was soll's. Okay, das wird nicht ganz einfach gehen. Dann tun wir mit den Vereinigten Staaten handeln. Das geht genauso. Und weil die uns noch Probleme bereiten, gibt es hier noch kurz Konvoi-Befehle. Das passt auch soweit. Falls die Spanier denken, sie müssten uns irgendwie zu doof kommen. Die haben sich gut aufgestellt hier überall. Die haben sich echt gut aufgestellt, muss man schon mal sagen. Bitte Infanterie-Experte, Dankeschön. Ich wusste gar nicht, dass es so viele gibt. Okay, wir haben dich, dich, dich und dich auch. Das ist ein Gewinn im Bürgerkrieg. Ah, jetzt sind sie weg. Okay, ich hätte noch ein bisschen warten müssen, bis der Zeitungsartikel rauskommt. Das war natürlich mein Fehler, muss man sagen. Das war definitiv mein Fehler. Aber sowas von meinen Fehlern. Oh, Lissab, was? Bitte was? Ich wollte gerade sagen. Nop. Das können wir so nicht zulassen. Ich hätte gerne, dass quasi von dem Blauen hier die Hälfte, bitte. Da habe ich jetzt echt nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Das ist jetzt, das ist was Neues. Frontlinie bitte nach Lissabon rein. Ich glaube, ich spinne.
dass die überhaupt da reingehen konnten, wundert mich jetzt ganz stark. Aber sowas von, ich bitte doch darum. Nehmt alles ein, nehmt alles ein, nehmt alles ein, nehmt alles ein, das passt soweit. Bevor er die Deutschen auch noch kommen, wird er mich verkackeiern eigentlich. Wollt ihr mich verkackeiern in diesem Krieg? Ich glaube ja fast ja. Ich glaube ja fast ja, na komm schon. Einmal bitte durchhauen. Ich glaube, ich hätte noch warten sollen. Ich glaube, ich hätte vielleicht noch einen Moment warten sollen. Einen klitzekleinen Moment. Aber okay. Diesbezüglich können wir quasi den Autosave kurz laden. Ich glaube, das war's. Yep. Einmal laden und in der nächsten Folge sehen wir dann quasi, wie wir es richtig machen. Bis dato aber macht's gut und wie immer. Tschüss alle.